Apple hat gerade iOS 18.1 publiziert, das neueste Betriebssystem für die iPhones. Das Spannende daran ist sicher Apple Intelligence, was aber zu den meisten Leuten nicht kommt und auch nur auf Amerikanisch-Englisch. Darum ein eher bescheidenes Update. Ja, man kann jetzt mit der Kamerakontrolle die Selfie-Kamera auch öffnen und man kann das Kontrollzentrum zurücksetzen, wenn man es verpfuscht hat, und man kann Apple Music Songs jetzt auf TikTok posten. Das alles relativ unspektakulär. Eine Funktion dagegen ist unendlich spektakulär, nämlich die Hörgerätfunktion, und die müssen wir ausprobieren. Man braucht dazu, man braucht dazu die AirPods Pro in der zweiten Generation. Das hier ist das Modell mit USB-C, sollte aber auch mit dem mit Lightning funktionieren, das habe ich jetzt aber nicht zur Hand. Also, wie funktioniert das mit dieser Hörgeräte-Hörtest-Funktion? Wir probieren es aus. Als erstes muss man mal die AirPods natürlich in die Ohren machen. So, dann muss man sich einen relativ ruhigen Ort suchen. Das ist auch ganz wichtig, wo man auch bequem sitzt. Und dann muss man nur noch warten, bis die AirPods verbunden sind. Und da sind sie schon aufgetaucht hier in den Einstellungen. Ich mache es nochmal auf, dass man sieht, auf Einstellungen, AirPods Pro, USB. Und dann gibt es hier die Funktion Hörtest machen. Wir machen jetzt zusammen einen Hörtest. Hier wird alles ganz schön erklärt, wie es funktioniert. Muss man noch eingeben, ob man über 18 ist, ob man Allergien hat, ob man neulich an einem sehr, sehr lauten Ort war. Nein, nein. Weiter. Und jetzt sagt er eben, jetzt hat er die Kopfhörer übrigens schon auf Noise Cancelling gestellt. Oh, und jetzt ist es ihm auch zu laut, weil ich spreche. Ich lege es da schnell hin und erkläre noch schnell, und danach geht's dann los. Dann muss ich hier nämlich wirklich leise sein. Die AirPods hat er schon auf Noise Cancelling gestellt, darum ist es jetzt ein bisschen unangenehm, um zu sprechen. Ich bin nachher ruhig und starte das Ganze. Danach hört man auf den verschiedenen Ohren, zuerst klappt das linke, danach das rechte Ohr, Piepsgeräusche. Und jedes Mal, wenn man eins hört, muss man auf den Knopf drücken. Das dauert eine ganze Weile. Ich lasse die Stoppuhr unten mitlaufen, aber wir machen Zeitraffer, weil so lange wollt ihr mir nicht zuschauen, wie ich da einfach da sitze und bip, 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 bip mache. Aber genau das mache ich jetzt. Also, ich bin still und warte darauf, dass wir parat sind. So, jetzt haben wir alle Tests durch. Sie haben geguckt, ob die AirPods auch richtig im Ohr drin sitzen. Und jetzt können wir starten. Also, aufgepasst und aufgemerkt, los geht's. Ah ja, es aktiviert noch den Fokus nicht stören, nicht, dass jemand anruft oder reinfunkt. Das ist auch noch wichtig. Da wird es nochmal erklärt. Da wird es noch erklärt, wo man tippen muss, genau, und ist auch nicht wichtig, wenn man nicht alles hört. So, Test starten. Jetzt geht's wirklich los. Ja, man sieht, Apple erklärt es wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr vorsichtig, dass auch niemand was falsch macht und irgendwas Falsches erwartet. Jetzt war ich wieder zu laut. Jetzt ist das erste Ohr geschafft, jetzt geht's zum zweiten. Was immer ein bisschen irritierend ist, ist, weil ich ein bisschen erkältet bin, höre ich mich sehr, sehr gut auch atmen, was meistens ein bisschen, gerade bei den sehr, sehr feinen Tönen, ein bisschen ablenkt. Aber oh, ich bin wieder zu laut. Ich muss wieder leise sein. Schüpp, und Ohr Nummer zwei.
Tada! Test abgeschlossen. Huh. Jetzt schauen wir mal, wie es ausgegangen ist. Ich habe auch keine Ahnung. Keine bis leichte Schwerhörigkeit. Keine bis leichte Schwerhörigkeit habe ich da. Deine Testergebnis deutet auf eine leichte bis keine Schwerhörigkeit hin. Ja, was jetzt? Details anzeigen. So schaut das aus. Fertig. Meine AirPods funktionieren richtig, also man muss da nichts ändern und wir drücken auf Fertig. Also das war's jetzt schon. Kann ich das jetzt aktivieren? Hilfe beim Hören? Frühere Testergebnisse verwenden? Ja. Nein. Nein. Muss ich jetzt nochmal einen Test machen? Ah nein, seht ihr, das sind die anderen Tests, die ich schon habe. Jetzt kann ich anhand meiner zwei Tests kann ich auswählen, ob ich sie als Hörgerät, mit welchen ich für Hörgerät nutzen möchte. Da hatte ich 5 und 3, da hatte ich 0 und 3. Ich nehme jetzt mal den aktuelleren, mal schauen, ob wir da was machen können. Weiter. Fertig. Warum hat es das jetzt nicht aktiviert? Ja? Nein? Nein? Nehme ich mal das. Weiter. Ich vermute, ich bin kein Fall für die Hörgerätefunktion. Meine Ohren sind doch noch zu gut. Aber genau so funktioniert es. Ich hätte mir ja unter uns gewünscht, dass ich die Funktion auch nutzen kann, um noch besser zu hören. Ja, Augmented Hearing, dass ich die Leute noch von weiter weg belauschen kann. Solche Sachen hätte ich lustig gefunden, aber nein, ist offensichtlich nur für Leute gedacht, die wirklich nicht mehr ganz so gut hören. Also ich bin gespannt, wie es euch ergeht mit dieser Funktion. So ist es gemacht. Ich finde die Bedienung relativ einfach. Wie gut es funktioniert, ja, das werden wir jetzt rausfinden, jetzt wo die Software da ist. Wie gesagt, es braucht die AirPods Pro 2 und es braucht halt ein Gerät mit iOS 18.1 drauf. Also ja, unbedingt berichten unten in den Kommentaren, wie die Tests bei euch ausgegangen sind und ob ihr die Funktion schon nutzen könnt und wie gut es funktioniert. Ich bin da wirklich unendlich gespannt, ob die Funktion so viel verspricht, wie man vielleicht erwarten würde. Also unbedingt kommentieren. Falls das Video gefällt, Daumen nach oben, also ich bin vielleicht die halbe Zeit nur mit Augen zu da gesessen, Daumen nach unten, naja, es war ja Zeitraffer, aber für mich war es ein bisschen seltsam, einfach hier zu sitzen und bip, 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 bip zu machen. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo ich dann die Augen sicher wieder die ganze Zeit offen habe, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.